Württemberg Bad Urach bekannt. Da haben von 800 Schülern 11 ein lymphatisches Karzinom bekommen und von 80 Lehrern ebenfalls eine Zahl um die 11 ein Karzinom. Das heißt, das ist nicht gesichert, aber hier im Tierversuch gilt es als kanzerogen, Typ Stadium 3 der WHO. Das heißt, wir haben hier eine Problemstellung, die völlig auch nicht bearbeitet ist, wo wir wirklich mit großen Bedenken haben müssen, ob sie nicht auch kanzerogene Wirkung haben. Ich habe etwas vergessen. Auch bei Pentachlorphenol sind sehr anerkannte Publikationen bekannt, bei denen die aplastische Anämie als Folge einer langfristigen Pentachlorphenolbelastung beobachtet wurde. Mehrere USA und auch in Deutschland beobachtet, auch von mir beobachtet. Nur in Gerichten, forensischen Prozessen ist nicht ein einziger Vorgang durchgegangen. Dasselbe trifft auch für Lindan. Ich denke, wir haben hier eine Problemstellung. Dann weiß ich das, schön, dass ich es erfahre. Also dann ist gut, ja, aber bei der BG, mir war bis zum heutigen Tag das nicht bekannt. Und bei massivsten Belastungen eine aplastische Anämie mit Transplantation. Ich möchte hier nochmal die anerkannten Symptome bei PCB nennen. Hypertrophie der Leber, Enzyminduktion, eindeutiger Transaminasenanstieg, Porphyrie, im Immunstatus Absinken von Gammaglobulinen und T-Lymphozyten, in der Haut, und das ist ein Leitsymptom, Chlorakne, Haarausfall, Lidödeme, Überpigmentierung der Haut, auch der Handinnenflächen, einzelne Hautpartien und in Yusho und Yocheng, der dem ungewollten Verlaufsbeobachtung aus Japan, wo Reisöl, PCB-haltiges Reisöl über mehrere Jahre eingenommen wurde, haben wir eben die Ergebnisse dieser langfristigen Beobachtung. Und das ist auch da eine ganze Reihe von kanzerogenen Fällen, die aber, was ganz evident ist, Chlorakne, die Hautveränderung als Leitsymptom, auch Blepharitis, die Entzündung der meibomischen Drüse, Verfärbung von Finger- und Zehennägeln. Also nicht zu vergessen, diese PCB-Belastung an sich, deutschen Schulen ein aktuelles Problem. Und die Beobachtung, die ich selbst bei der Auswertung von 144 Fällen gemacht habe, bei relativ niedriger Belastung, ist eine Abnahme der Konzentration der Serum-Immunglobuline und eine Überempfindlichkeit des verzögerten Typs, also der Typ-4-Reaktion. Nicht anerkannt, und das ist mir wichtig, ist das Parkinson-Syndrom bei Pestizidbelastung. Hier ist sicher nicht anerkannt, auch in der letzten Veröffentlichung der UVV 2007 steht explizit da, das Parkinson-Syndrom wird nicht anerkannt. Und hier haben wir sicher eine Problematik, um die wir uns kümmern müssen, auch in unserem Auftrag von Seiten unserer Verbände, weil das eine Frage ist, die aktuell ist. Herr Müller hat darüber auch publiziert. Ich denke, ich verdanke dieses Bild Herrn Kochen, der mir das übergeben hat und auch den Auftrag habe, es auch hier kurz darzustellen. Er sagt eben sehr klar, er hat einen Landwirt beobachtet und in dessen allein bei der Erhebung der Anamnese konnte dieser Landwirt in seiner nächsten Nachbarschaft 14 weitere Kollegen nennen, Bauern nennen, Landwirte nennen, die eine Pestizidbelastung hatten. Also hier, aber die Angaben wurden vom staatlichen Gesundheitsamt bestätigt, anerkannt ist bislang nichts. Und um ganz kurz nochmal darauf einzugehen, auch dieses Bild verdanke ich Herrn Professor Kochen, der ganz wegweisend auch über die Frage der Langzeitbelastung von Lösungsmitteln gearbeitet hat. Was machen diese Pestizide? Es gibt sicher auch einen genetischen Teil, der ist aber relativ nachrangig zu bewerten. Und Sie sehen in der Mitte dieses hier Sie sehen die Immunsuppression, also die Entzündungsreaktion, die Mitochondrienstörung, der oxidative nitrosative Stress.
und dann natürlich den Zelltod mit den Folgen. Und dann, wenn 70% der Substanz ja nie gerade zerstört sind, dann führt es eben zum Zelltod und das zum Parkinson. Das heißt, auch hier ist eigentlich das Prinzip, das wir neu diskutieren bei MCS und bei CFS, gilt ebenfalls für die Frage der Pestizidbelastung. Und ich denke, hier ist das Neuland, dass wir in absehbarer Zeit offensiv antreten müssen, um hier weiterzuhelfen. Ich komme also nochmal zu dem, was mir ein Anliegen ist. Die Induktion, was machen die Pestizide insgesamt? Eine Induktion chronischer Entzündungsprozesse mit vermehrter Inflammation und einer Verminderung der Abwehrlage, messbar, objektivierbar. Und was sie ebenfalls machen, ist eben mit hoher Speicherfähigkeit. Dies gilt insbesondere auch für die polychlorierten Biphenyle. Man denke also für die hochchlorierten polychlorierten Biphenyle, eine Halbwertszeit von über 10 Jahren, geht eben als Auslöser von Immunprozessen. Zur klinischen Diagnostik noch einige Sätze. Wir sind ja alle in der Praxis eingegrenzt. Ich versuche das zunächst die Anamnese ganz wichtig. Ich versuche es eben auch durch ein Differentialblutbild, durch die Frage der Immunglobuline, durch die Blutsenkung. Aber ganz wichtig ist der Ausschluss eines bakteriellen Geschehens mit C-reaktiven Proteinen und dann insbesondere die Frage von TNF-Alpha, der IgG-Subklassen, der Ausschluss einer Virusdiagnostik, der Nachweis von Interferon-Gamma. Und wenn wir da nicht weiterkommen, eben auch der Lymphozyten-Subpopulation, der Autoantikörper und des Lymphozyten-Transformationstestes. Da können wir die Diagnosen sichern, zumindest auch das, was forensische Prozesse betrifft. Nochmal ganz klar, Pro-Entzündung TNF-Alpha, Interferon-Gamma, IL-1, IL-6 und IL-8. Und Anti-Entzündung eben auch das, wie ich das bei DTT beschrieben habe, IL-10, IL-4, IL-5. Und zum Verlaufbeobachtung, wenn wir eine Ausleitungstherapie oder antioxidative Therapie durchführen, empfehle ich, sich zu begrenzen. Aber wir kommen mit TNF-Alpha und der IL-10 relativ weit in der Langzeitbeobachtung. Das heißt, wir haben durchaus auch heute im Praktischen, mein Auftrag heißt Klinik, im praktischen Leben die Möglichkeit, in praktischen ärztlichen Tätigkeit eine Verlaufbeobachtung der Schadstoffbelastung vorzunehmen. Systemische Entzündungen sind also nicht auf das Gewebe begrenzt. Sie sind im Gegensatz zu der früheren Annahme Rubor, Dolor, Calor eben Hyperthermie, Hypertonie, Hypotonie, Leukozytose. Wir haben nicht die Systematik, die wir gerne hätten, wie beispielsweise im Diabetes mellitus. Die Schmerzen spielen auch eine große Rolle. Und trotzdem haben wir mit dem Nachweis der Entzündungsparameter die Möglichkeit einer Objektivierung. Und das ist insbesondere auch bei der Auseinandersetzung mit den Gerichten von besonderer Bedeutung. Ich will noch, bevor ich zum Abschluss komme, einen Fall darstellen, der sich bei mir besonders eingeprägt hat. Eine junge Polizistin kommt zu mir, war Tierpflegerin in einem großen zoologischen Garten, Belastung mit Propoxur und Diclofos als Tierpflegerin. Sie hat dann in ihrer Begeisterung für die Tiere, ist dann zur Polizeihundestaffel zu einer Polizeihundestaffel und hat die Hunde dort betreut. Tägliche Arbeit mit Fention, Propoxur und Lindan, also mit Pyridroiden, die eine Langzeitbelastung mit Organophosphaten, eine relativ aktuelle Belastung mit Pyridroiden, Lindan habe ich ja vorhin auch versucht darzustellen, neurotoxisch ebenfalls. Sie kam tatsächlich zu mir mit zunächst den Symptomen, die sie beschrieb, vermehrte Infektanfälligkeit, Laryngitis, Pharyngitis, Gingivitis, Abfall der Leistungsfähigkeit, unspezifische Symptome. Aber 2 Jahre danach, inmitten dieser Tätigkeit, Haarausfall, Alopecia areata, Dys- und Parästhesien,
Koordination- und Gleichgewichtsstörung, Konvergenzschwäche, Myasthenie, der Lunge, also auch pulmonale Dysfunktion oder kaum mehr geatmet, olivengroße, druckdolente Lymphnoten, schläft bis zu 18 Stunden am Tag. Als im Zusammenhang mit dieser Belastung, Muskelermüdbarkeit, nachlassende Atem, Augenmuskulatur, immer müde, immer im Bett, periphere Neuropathie, Konzentrationsminderung, Vergesslichkeit, Wortfindungsstörung. Im PET eine Minderung der zerebralen Glukoseutilisation. Wir stehen dieser Patientin gegenüber, eigentlich, wir wussten, was es war, aber wie helfen wir ihr denn? Und Gott sei Dank hat mein damaliger Oberarzt die Idee gehabt, einen Prostigmin-Test durchzuführen. Und tatsächlich, binnen weniger Minuten, Asterix-Phänomen nennt sich dies, ist die körperliche Aktivität dieser Frau wieder aufgebaut werden. Wortfindungsstörungen haben sich zurückgebildet, Konzentration, Vergesslichkeit, aber was sich nicht gebessert hat, sie braucht bis zum heutigen Tag in hohen Dosen von 320 Milligramm heute noch Prospigmin. Ich habe die Patientin immer noch in langfristigem Verlauf, sie ist wieder unter den Menschen. Und was steht dahinter? Und da ist die Kontroverse, von der ich vorhin sprach. Primärneuro, was ist es? Ist das reversibel oder nicht reversibel? Ist es eine primär neurologische Schädigung wie mit der motorischen Polyneuropathie und Veränderung des TNS? Sind es rein synaptische Beschwerden, Veränderungen? Oder ist eine Veränderung des Kalziumtransports? Wir haben keine endgültigen Antworten. Hoffentlich werden wir nicht so viele Fälle haben, dass wir da endgültige Antworten finden, weil einfach diese Fälle singulär sind und schlimm sind. Und was Gott sei Dank erreicht werden konnte, die Kausalität wird nicht bestritten. Sind die Effekte reversibel, ja oder nein? Es gibt Großgruppen, die das verneinen. Aber es wurde anerkannt durch die Berufsgenossenschaft. Ein anderer Fall, der mir auch sehr einprägt wurde und das eben auch nochmal zeigt, die Langfristigkeit von PCB-Belastungen. Es gibt, und das habe ich vorhin nicht ausgeführt, eben bei PCB-Belastungen auch Sehstörungen. Es gibt die persistierende Nachtblindheit, die Konjunktivitis, die geschwollenen Meibomschen Drüsen, die Schwierigkeiten, das rechte Augenlid beispielsweise zu öffnen, der Verlust der Sehkraft eines Auges bei einer sehr kompetenten Patientin, heute noch Restfunktion von 5%, als langfristige Folgen der neurogenen Schädigung durch PCB. Das heißt, auch wenn die Probleme eigentlich heute auch durch die Gesetzgebung, durch die Verordnung eingegrenzt sind, die Probleme stellen sich weiter. Die Probleme, die wir heute haben, heißt, die erkrankte Person muss sich in einer Zeit schwieriger Sozialrechtritte, schwieriger persönlicher Situation mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sie ist auf die Hilfe, weil sie es meistens auch zerebral nicht mehr kann, Dritter angewiesen. Die Beweiserhebung erfolgt oft erst Jahre nach der Exposition, wodurch natürlich die klassische toxikologische Methodik in der Regel unbrauchbar ist. Das Berufskrankheitenrecht ist für mich sozusagen die Spitze dieses Eisberges, den wir vor uns haben. Der Versicherte, der Angeschlagene muss die haftungsbegründende Kausalität und die haftungsausfüllende Kausalität begründen. Wie soll das denn? Und die Zahlen, die ich hier noch kurz projiziert habe, ich habe sie leider, vielleicht hat jemand sie noch aktueller, aber Sie sehen, 8% dieser Fälle insgesamt, das ist natürlich eine Pauschalaussage, werden bislang anerkannt. Das heißt, da ist die Bedarfslücke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen bitte übers Mikrofon. Ja, zwei Anmerkungen dazu. Die PCBs sind schon in Mitte der 80er Jahre von der IARC, also von der
Internationalen Agentur für Krebsforschung in Lyon als 2A-Gruppe eingruppiert worden. Das heißt, sollte bei Menschen als krebserzeugend anerkannt werden. Ja. Die Deutschen haben es immer in der K3-Gruppe gelassen, also eine Stufe niedriger, und haben es da auch schön belassen die letzten 20 Jahre. Sie haben es dann lediglich, was die Reproduktionstoxizität anbetrifft, da haben sie es ein bisschen angehoben in der Kommission, also im Ausschuss für Gefahrstoffe haben sie es dann in die K2 reingesetzt, also in die Gruppe, die reproduktionstoxisch schon kritisch zu bewerten ist. Danach müssten eigentlich schwangere Lehrerinnen raus aus der Schule, wenn man es konsequent betrachten würde. Das eine. Und das andere, was Sie gesagt haben, kann ich auch voll bestätigen anhand eines auch sehr schwer erkrankten Mannes, der also früher in der Industrie gearbeitet hat und auch belastet war durch organische Phosphorverbindungen, die als Flammschutzmittel bzw. Weichmacher eingesetzt waren, einerseits. Andererseits aber eben auch durch sein Hobby, dass er Fotograf war in der freien Natur, hat er so seine Kleidung mit Pyrethroiden eingesprayt und dann sich zu schützen vor den Mücken. Und dann hat er diese Doppelbelastung gehabt. Und es ist tatsächlich so, dass auch in dem Toxikologie-Lehrbuch von Marquardt Schäfer gut beschrieben, diese beiden Gruppen, also Pyrethroide und organische Phosphorverbindungen, konkurrieren um dieselben Entgiftungsenzyme. Und dadurch haben wir diese massiven Probleme. Und der hatte eine schwere neuromuskuläre Erkrankung entwickelt, hat aber auf eine Berufskrankheitsverfahren verzichtet, weil er in der Firma bleiben wollte und hat wahrscheinlich auch nur so seinen Arbeitsplatz halten können. Steht aber seit 10 Jahren unter schwersten Medikamenten, also die sehr wirksam sind. Aber das mit dem Prostigmin finde ich eine sehr interessante Anregung, werde ich auf jeden Fall aufnehmen und dem Mann nochmal nachgehen. Ja, vielen Dank für die Bestätigung im Tier. Ja, richtig, ich habe es nicht ganz ausgeführt. Ja, im Tierversuch, PCB im Tierversuch als kanzerogen anerkannt. Die Fälle auch aus Yushou und Yucheng sprechen auch dafür. Da ist es sehr klar. Aber Lebermetastasen bei Ratten, Leberkarzinome bei Ratten zu sehen. Aber es ist eben in der Forensik noch nicht, also im Berufskrankheitenrecht, im Rentenrecht noch nicht anerkannt. Und konnten Sie bei irgendeinem Parkinson-Patient PCP feststellen, dass er da belastet ist mit eventuell durch Xylitol streichen?